Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine Themennacht und das Thema heißt meine Vorliebe macht mich einsam. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr ungewöhnliche Neigungen habt, ungewöhnliche Hobbys vielleicht habt, ungewöhnliche Marotten oder ungewöhnliche Rituale, die euch so ein bisschen in die Einsamkeit drängen oder vielleicht sogar ein bisschen sehr in die Einsamkeit schieben, sodass es vielleicht so weit gekommen ist, dass ihr irgendwie eine Art Doppelleben führt. Also, meine Vorliebe macht mich einsam, meine Neigung macht mich einsam. Das ist das Thema heute Nacht. Und wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, es vielleicht sogar verraten wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und die E-Mail Adresse 1live.domian@wdr.de. 1live.domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Ulrich. Und Ulrich ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Ulrich. Hi. Deine Vorliebe. Mensch, ja, erstmal bin ich ganz stolz, dass ich überhaupt mal durchgekommen bin. Ja. Weil ich habe da mindestens ein Jahr für gebraucht, bis ich da mal irgendwo durchkomme. Schön, dass du da bist. Ja. Ja, meine Neigung. Ja, ist also nicht so ganz einfach zu sagen. Ich gehöre zu einer Wetlook-Szene. Einer Wetlook-Szene? Ja. Was ist das? Habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nein, Wetlook heißt nass. Ja, es geht um eine sexuelle Ausrichtung, die also mit nassen Klamotten zu tun hat. Ach so. Du wirst uns das jetzt näher erklären, was das für eine sexuelle Ausrichtung ist. Ja, ich stehe da drauf, mit Klamotten baden zu gehen. Aha, mit welcher Art von Klamotten? So richtig dick mit Anorak und allem drum und dran? Also so Jeans, T-Shirt oder so halt, aber eben voll bekleidet, halt meistens im Sommer. Ja, was heißt baden gehen? In die Badewanne baden gehen oder? Ja, draußen in Seen oder... Ach so. Also egal wo. Am Strand? Es kann also auch... In den Parks oder so oder Baggerseen. So, jetzt gehst du mit Jeans, mit T-Shirt, unter der Jeans hast du eine Unterhose an. Ja. Gehst du in Schuhe auch übrigens? Ja. Schuhe auch? Ja. Ist aber nicht so bequem, mit Schuhen baden zu gehen, schwimmen zu gehen, oder? Also auf die Dauer gewöhnt man sich da dran. Man wird also auch trainiert da manchmal jetzt so langsam damit. Na gut, dann gehst du also im vollen Outfit, im vollen Look gehst du baden. Ja. Und was hat das für eine sexuelle Komponente? Wie erkläre ich das am besten? Das ist, wenn du mal große Plakate siehst, Werbeplakate, ja, wo Typen mit nassen Klamotten irgendwas machen. Da gibt es ja viel, so gerade in der Parfumbranche. Ja, gibt's ja. Das sind ja sehr erotische Ausrichtungen. Ja. Und so auf dieser Wellenlänge liegt das auch. Also ist das für dich dann so eine Eigenerotisierung? Findest du es geil, das diese ist, nassen ja, Klamotten? Ja, das ist das Feeling von den nassen Klamotten auf der Haut. Das finde ich einfach geil. Ja. Ja. Und dann, wenn du dann rauskommst, was passiert dann? Das ist es meistens schon passiert. Ach, dann ist es schon passiert? Ja. Nee, also das ist also schon... Das, weswegen ich anrufe, ist ja auch das, weil du kannst das, musst das mit einer gewissen Heimlichkeit machen. Mhm. Das kannst du nicht in der Öffentlichkeit machen. Mhm. Wenn du da also sexuell erregt wirst dadurch und machst das in der Öffentlichkeit, ist das nicht so toll. Aber das ist doch eine sexuelle Erregtheit, die du mit dir selbst abmachst, ne? Ja, eben, das ist ja das, was so einsam macht. Lernst ja wenig Typen kennen. Mhm. Also es ist in der Tat dann so, ich habe es gerade so schmunzelnd gesagt, dass du da mit deinen nassen Klamotten ins Wasser gehst, schwimmst und dich das derartig erregt, dass du dabei auch im Wasser dann onanierst, oder wie? Ja, ja. Aber obwohl die Klamotten an sind? Ja. Dann gehst du mit der Hand irgendwie in die Hose oder so? Ja. Ja? Ja. Mhm. Ist das deine Hauptsexualität, dieses Wet-Look-Gefühl? Jein. Ich meine, ich muss das nicht machen, wirklich nicht. Aber es ist eben eine Sache, die mich also jetzt auf die Dauer jetzt, solange ich das jetzt mache, also sehr fixiert hat. Ja, wie lange machst du es schon? Also
lass mal 20 Jahre sein. 20 Jahre schon. Du bist jetzt 39, mit 19 angefangen ungefähr. Ja, das ist so, wo die Pubertät, das ging damit los. Ja. Ich bin da mal irgendwann in den Brunnen gefallen und fand das damals schon sehr erotisch. In den Brunnen gefallen? Ja, weiß ich nicht. Man macht da irgendwie mal so, wenn man abends nach Hause kommt, so mit Freunden und so weiter und macht da mal einen Joke. Also als Kind bist du nicht in den Brunnen gefallen? Nein, das war dann später. Ja, hast du denn auch noch eine, ich sag es mal, relativ normale Sexualität? Ja. Das funktioniert auch. Natürlich, das geht auch. Aber es ist eben so dieser Kick. Ja, wer weiß davon, dass du da Spaß dran hast? Wenige, ganz wenige. Also gut, Leute aus der Szene, mit denen ich das mache hin und wieder, die man mal also kennenlernt. Darauf wollte ich hinaus. Es gibt also auch eine Szene. Ja, übers Internet kriegst du da also wirklich viel Kontakt. Ist das denn für dich interessant, dieses dann zusammen mit jemand anderem zu machen, also bekleidet baden zu gehen? Das ist ja eigentlich noch viel schöner. Das ist viel schöner. Mit jemandem. Also selber zu machen ist ja eigentlich nur eher mehr was, als wenn du eigentlich Also nicht viel anderes als normale Selbstbefriedigung. Verstehe. Das Optimale ist für dich, mit jemandem ins Wasser zu gehen, der auch bekleidet ist. Und dann, ja, allein dieses nasse Gegenüber ist natürlich auch schon eine sehr große Stimulation. Ja, und passiert es dann zwischen dir und deinem Partner noch im Wasser oder dann am Ufer, wenn man gerade rausgekommen ist und die Klamotten triefen noch? Das kommt drauf an. Also wenn es also am Tag ist, kannst du das einfach nicht machen. Ne? Kannst du also nur abends machen oder spät nachts oder so. Und daher auch, das macht mich einsam oder das drängt mich so ein bisschen in eine Ecke, in eine verschwiegene Ecke. Deshalb hast du auch angerufen zu dem Thema. Ja, es ist ja so, ich bin natürlich auch befreundet. Und nur mein Bekannter, also ich bin schwul, muss ich dazu sagen, ist da nicht so für. Und das muss ich also mit mir selber abmachen. Ja. Und möchte das auch abmachen. Ich möchte das eigentlich irgendwie nicht unbedingt lassen müssen. Ja, also es ist für dich aber so ein, ich würde mal sagen, so ein Zusatzschmankerl zu deiner Sexualität. Ja, klar. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, wenn ich das nicht kriege, bin ich todunglücklich und ich kann überhaupt gar nichts in Sachen Sexualität wirklich erleben. So krass ist es nicht. Nein, aber es geht in die Richtung, dass wenn ich mit einem Partner Sex habe, dass ich dran denke. Zu Hause in der Badewanne funktioniert es doch dann auch irgendwie, ne? Wenn du mit Klamotten in die Wanne gehst. Natürlich, da bleibt im Winter nichts übrig. Stimmt. Draußen ist In die Badestelle kannst du ja nicht gehen, das fällt dann ja wieder auf. Na, obwohl, das ist auch ein Kick, das habe ich auch schon in Schwimmbädern gemacht. Aber werden die Bademeister dann nicht auf dich aufmerksam, wenn du mit Klamotten ins Wasser gehst? Ja, das muss man vorher klären, dann geht das. Achso, die sagen, sagst du, lieber Herr Bademeister, ich bin so ein Typ, der steht auf Wetlock. Ja. Lassen Sie mich doch mal bitte rein. Das machen die im Ernst? Das machen die, ja. Also nicht alle, aber manche sind da ganz aufgeschlossen drauf. Ja. Befremdet das deinen Partner sehr? Ja. Aber es ist nicht so, dass eure Beziehung dadurch irgendwie gefährdet wäre. Doch? Die Beziehung ist eigentlich nicht gefährdet, weil wir sind einfach schon zu lang zusammen. Ah ja. Nur, es ist, also die sexuelle Komponente in der Freundschaft rutscht so ein bisschen in die platonische Ebene. Verstehe, ja. Und da lasst ihr euch gegenseitig so ein bisschen freien Lauf und jeder geht so seinen Weg. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Also von daher gesehen, also da so Freunde, die man durchs Internet kriege, die wohnen auch nicht gleich nebenan, ne? Ja. Jetzt hab ich wieder was Neues gelernt. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste nicht, dass man das so nennt. Also Wetlook-Szene. Ja. Leute, die mit Klamotten ins Wasser gehen und dadurch geil werden. So muss man sagen. Ja, ja. Wir müssen es klar ausdrücken. Ja, ja. Nun, ich meine, das ist ja nun eine sehr, sehr, eigentlich eine seltene Ausrichtung. Ja. Obwohl es, wenn man es im Internet sieht, es gibt viele Leute, die draufstehen. Mhm. Also, ich stufe mal die Einsamkeit nicht so sehr hoch bei dir, sondern es ist einfach so ein Teilproblem auch, dass du das so ein bisschen einsam oder in der Verschwiegenheit praktizieren musst. So ganz schlimm und belastend ist es. Ja, ich traue mich auch nicht, jemandem das also groß aus der Verwandtschaft zu erzählen. Das kann ich verstehen. musst du ja auch nicht. Nee. Und von daher, ich meine,
wenn man das draußen macht, irgendwo im See, man muss immer mit rechnen, dass das jemand mitkriegt. Und spätestens die gucken dann irgendwie ganz blöd oder fragen dämlich. Ja. Aber die meisten werden ja gar nicht kapieren, was da los ist. Die werden denken, ne, da ist jemand mit Klamotten im Wasser und gehen weiter. Ne? Ja, ja, sicher. Lieber Ulrich, wann steht das nächste Wet-Look-Erlebnis an? Hast du irgendwas geplant? Ja, es wird ja nun stetig wärmer. Ja. Das ja. animiert sehr. Ja. Also dann wünsche ich einfach viel Spaß für die nächsten Aktionen. Ja, danke schön. Alles Gute. Und alles Gute für deine Sendung. Danke sehr. So, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, meine Vorliebe macht mich einsam. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr ungewöhnliche Vorlieben habt, ungewöhnliche Neigungen, vielleicht ungewöhnliche Rituale, ungewöhnliche Zwänge, die euch zu so einer gewissen Heimlichkeit auch letztendlich führen oder zwingen. Und es vielleicht sogar so weit gekommen ist, dass ihr eine Art Doppelleben geführt habt oder schon führt oder führt halt im Moment. Also, meine Vorliebe macht mich einsam. Telefonnummer 0800 5678 111. Mailadresse 1live.domian@wdr.de. Rainer begrüße ich herzlich. Rainer ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Rainer. Hallo. Was ist es bei dir? Ja, ich was mein Vorredner da gemacht hat, also da bin ich auch so ein bisschen in der Richtung. Aha. Auch scharf drauf, ja. Genau so? Oder ist es ein bisschen, oder ist es irgendwie doch was anderes? Nee, ist doch was anderes. Aber das tendiert auch, also das streift das auch, ne? Erzähl mal. Ja, also ich stehe so auf Damensachen, Damenunterwäsche. Aber nicht nasse? Auch. Auch, achso. Also deswegen. Fangen wir erstmal an mit der normalen Damenunterwäsche. Ja, ja, du genau. Stehst auf Damenunterwäsche. Ja, ja. Indem du die anguckst oder selbst auch anziehst? Anziehst wahrscheinlich. Ja, an, ja, ja, ja. Bist du schwul oder bist du heterosexuell? Nee, ich bin hetero. Du bist heterosexuell. Mhm. Welche Art von Damenunterwäsche ist das? Ja, alles Mögliche. Also ich bin da nicht auf eine bestimmte Richtung fixiert. Ne? Also die klassischen, die Strumpfhosen, ja, Slips. Genau. BHs auch? BHs auch. Aber nicht weniger, also dann lieber so Bodies und so, ne? Ja, Dessous auch? Ja. Ja. Ja, ja. Das sind ja, bezeichnet man ja auch als Dessous. Ja, ja, natürlich. Das hast du gerade erwähnt. Ja, ja. Ne? Es gibt jetzt nicht so eine besondere Vorliebe, dass du sagst, es muss schwarze Spitze sein oder so. Nee, nee, also ich bin kein, ich habe nicht eine bestimmte Farbe als Vorliebe, so, mhm. Ne? Also. Trägst du die Sachen frisch oder sollten die schon eine Frau getragen haben? Nee, frisch. Ich verstehe auch die Leute nicht, die von getragenen Frauen, die darauf scharf sind. Ja. Also, die, möglichst frisch, ne? Also ich wasche dann auch immer, ne? Ja. Du kaufst dir die selbst? Ja. Ja. Ja, ja. Auch ein bisschen seltsam, ne? Wie kommst du dir da nicht komisch vor in so einem Geschäft? Oder in? Ja, man ist da ein bisschen vorsichtig, ne? Man passt auf, dass da nicht gerade da eine Frau mir direkt auf die Finger guckt, ne? Ja. Und man geht dann hin zu Zeiten, wo eben halt nicht so viele Leute. Oder manchmal genau, im Gegenteil, genau wenn viele da sind, da fällt das nicht so auf. Und die Verkäuferin, versuchst du da irgendwie sowas zu spielen, dass du das für deine Freundin oder für deine Frau kaufst? Sowas. Ja, ja, ist in der Regel so, da braucht man nicht groß zu erklären und so. Mhm. Obwohl, es ist auch schon vorgekommen, dass ich direkt gesagt habe, das ist für mich, ne? Und ich habe sogar schon auch mal anprobiert. Nein. Ja, doch. Und die Verkäuferin ist da cool mit umgegangen? Ja, ja, ja. Das ist ja toll. Das war aber eine Ausnahme. Das merkt man manchmal, mit welcher. Man hat es manchmal ein Gefühl, mit welcher man gut kann. Was hast du da anprobiert? Was war das? Nee, das war schon ein Kleid irgendwie. Das war schon was anderes. Ach so weit geht's auch. Also nicht nur Unterwäsche, sondern auch ein Kleid. Nee, genau. Also du stehst auf Damenunterwäsche und auch überhaupt auf Damenkleidung. Ja, 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 ja. Ach so. Wann ziehst du die Sachen an? Ja, wann? Zu bestimmten Gelegenheiten. Also jetzt mit richtig im vollen Ornat, also mit im Fummel, so gehe ich also selten aus. Zu bestimmten Gelegenheiten halt, ne? Mit einem Kumpel dann halt, also mit Gleichgesinnten, ne? Ja. Also habe ich es jetzt so richtig verstanden, dass diese Damenunterwäsche erstmal das Wichtigste für dich ist? Ja, erstmal, ja. Und die anderen Sachen, so die alles, was sonst dazu gehört, zum schönen Damenoutfit, auch dazu kommen. Bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit halt nur, ne? Auch mit Schminke und Perücke und allem drum und dran. Ja, genau. Ja. Bleiben wir bei der Unterwäsche, bei der Damenunterwäsche. Ist es so manchmal, wenn du von der Arbeit kommst, dass du dich dann schon freust? Ah, ich komme jetzt nach Hause und ziehe mir die Fummel an. Ja klar, wenn man Zeit hat dazu und wenn man, ich habe ja keine Freundin momentan und dann, dann schon, ja. Ja? Und dann läufst du zu Hause in Damenunterwäsche rum? Nee, nicht immer. Aber, schon ab und zu schon? Ab und zu schon, jetzt im Moment auch, während wir telefonieren? Nee, jetzt gerade nicht. Wie schade, und dann hätte ich natürlich auch gerne noch ein Bildtelefon gehabt, um dich mal zu sehen. Ja.
Ach nee, doch, ich hab einen Damenschlafanzug an. Das ist mehr Zufall. Das ist mehr Zufall. Wenn du diese Sachen anhast, ist das immer verbunden mit Erregung, mit Sexualität? Nee, nicht immer. Deswegen sag ich ja gerade, jetzt ist es reiner Zufall, jetzt bin ich nicht erregt dadurch. Mhm. Das telefonieren wir auch, wäre noch schöner. Ja, eben. nee. Da wäre man zu aufgeregt. Nein, aber wenn sich das ergibt halt, wenn man sich's gemütlich macht oder man guckt auch irgendeinen Film sich an oder so, oder naja, gut. Aber ich kenne mittlerweile auch viele, denen es ähnlich geht. Also gerade durchs Internet so, da gibt's auch, habe ich etliche kennengelernt oder durch Zeitschriften und dadurch habe ich auch erfahren, dass es auch durchaus Frauen gibt, die darauf stehen. Mhm. Hast du schon mal so eine Frau kennengelernt, die darauf steht? Nee, leider eben noch nicht. Und da möchte ich gerne mal aufrufen, wenn es welche gibt, die sollen sich ruhig mal melden bei dir. Du bist 46 Jahre alt. Ja. Wie viele Jahre hast du schon diese Leidenschaft? Also seit der Pubertät. Eigentlich. So lange schon? Ja. War es am Anfang nicht ein bisschen schwierig, das so für sich einzuordnen? Denkt man da nicht, Mensch, ich bin ein bisschen pervers oder krank oder so? Ja, so denkt man schon, natürlich. Mhm. Aber das fing eigentlich schon an. Das hat meine Mutter damals mich wahrscheinlich auch mal mit Mädchenklamotten ich weiß nicht, ob sie es bewusst oder unbewusst gemacht hat. Da habe ich irgendwie bin ich daran hängen geblieben, weil sie hatte mich da mal mit, ja, ich weiß nicht, ob es da keine anderen Sachen gab, so als kleines Kind schon hatte ich schon Damensachen an, da kann ich mich dran erinnern. Ach so. Also deine Mutter, weiß dir das auch oder wusste die das früher, dass du das gemacht hast? Ja. Hat die nicht Angst, dass du schwul wirst? Ja, klar. So denken die Mütter dann ich war natürlich dann dagegen und als sie mich da erwischt hatte und so. Hast du, das fand sie nicht so toll. Schon längere Beziehungen gehabt in deinem Leben? Ja, schon mehrfach. Auch verheiratet gewesen schon? Nee. Die Frauen, mit denen du zusammen warst, wussten die davon, dass du darauf stehst? Ja, ich bin da relativ ehrlich, weil ich sage mir, das bringt da nichts, wenn ich das denen ständig verheimliche. Da geht das früher oder lang, kriegen die das sowieso raus. Klar, aber du hast noch auf keine, bist noch auf keine gestoßen, die das auch irgendwie anmacht. Das nicht. Nee, genau, richtig. Mhm. Das, genau. Ich bin zwar auf welche, die meisten haben es so akzeptiert, mehr oder weniger. Ja. Aber die das richtig anmacht, habe ich noch keine gefunden. Nee. Hast du denn das so ein bisschen zurückgehalten dann, wenn du in einer Beziehung warst? Ja, natürlich. Ne? Man schränkt sich dann natürlich ein. Weil die Frauen kann das ja auch sehr befremden, wenn du plötzlich da aufgedonnert neben den Mädels stehst. Eben, das muss man ganz behutsam denen so erklären. Und manchmal haben sie es verstanden, manchmal nicht. Ne? Mhm. Und dein Schönstes ist es, dann mit Damenunterwäsche vielleicht auch noch in die Badewanne zu gehen, oder wie? Ja, das ist mir gerade bei dem Vorredner, das habe ich gerade mir so vorgestellt, dachte ich, ach, das ist ja auch eine Idee. Ach so, das hast du noch gar nicht praktiziert. Nee. Achso, da hat sich der Ulrich auf die Idee gebracht. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du gehst mit Kumpels dann auch schon mal aufgebrezelt als Frau raus. Ja. In schwulen Lokale, Travestie-Clubs oder was? Ja. Also das war eigentlich immer zur Karnevalszeit, ne? Okay, da kann man es noch verstehen. Aber da kann man es auch, dann ist das auch nicht so auffällig. Nee, klar. Aber Karneval ist ja nun nicht so lange. Nicht so oft, nee. Mhm. Aber auch mal außerhalb bin ich auch schon mal weggegangen mit einem Kumpel, ne? Also immer mit einem bestimmten, der gleiche Neigung hat wie ich, ne? Hast du denn zu Hause im Wohnzimmer vermutlich nicht, im Schlafzimmer viel Klamotten, richtig viel Sachen angehäuft mittlerweile schon Frauen? Ja, das sind schon ganze Menge, hunderte von Outfits. Hunderte von Outfits, auch viele verschiedene Frauenschuhe. Auch, ja. Pumps. Ja, natürlich, gehört doch dazu. Wie oft im Jahr, also jetzt abgesehen vom Karneval, gehst du denn dann aus? Wann kannst du es denn ausführen, deine ganzen tollen Sachen? Ja, kaum noch. Also das mache ich kaum, weil ich habe dann auch, mein Kumpel, der geht auch immer weniger mit mir weg. Mhm. Und der ist allerdings schwul, ne? Ja. Und stört mich aber nicht. Ja. Wir sind sehr gut befreundet schon lange und... Und habt ihr gleiche Leidenschaft letztendlich. Ja, genau, richtig. Ja. Also lebst du das eigentlich mehr oder weniger in deinen vier Wänden aus? Ja, kann man so sagen, ja, deswegen. Wissen das so, außer diesem einen Kumpel, der nun auch so drauf ist, wissen das Freunde von dir? Nee. Die würden das wahrscheinlich auch überhaupt nicht kapieren, ne? Nee, genau. Was machst du vom Beruf? Ich denke die ganze Zeit nach, was macht der vom Beruf? Das möchte ich jetzt nicht unbedingt erzählen, aber... Die Richtung mal so. Nee, sag ich's nicht, wenn du es nicht möchtest. Bürojob. Bürojob. Ja. Ja, manchmal ist das ja so, dass auch so ganz harte Kerle, irgendwie LKW-Fahrer oder so drauf sind. Und dann finde ich das noch verrückter. Ja, genau. Nee, so einen Job bin ich nicht. Und ich bin auch meine Figur eher... Eher feminin ein bisschen. Ja. Glaubst du, dass du jetzt zum Beispiel auch solo bist, dass es damit zusammenhängt? Oder sind das ganz verschiedene Paar Schuhe? Ja, ich glaube schon.
Das hängt bestimmt damit auch zusammen. Und da sind wir wieder da, weil die Neigung macht mich einsam. Ja, genau, richtig. Deswegen rief ich auch an, weil mich das eben halt direkt so ansprach. Ne? Du würdest am liebsten, dass wir dein Traum eine Frau finden, die sagt, Mensch, wow, ich find's geil. Genau. Ich will mit dir im Bett liegen, wenn du auch Damensachen anhast. Genau. Und wir wollen dann Spaß miteinander haben. Genau, richtig. Das wär's, ne? Ja, ja. Und alles andere, was so an normaler Sexualität passiert, ist für dich okay, aber da fehlt was. Genau, richtig. Ich meine, das kann ich auch machen, bloß irgendwie, wie du schon sagst, es fehlt da irgendwas. Ja. Und das, der Reiz, ich meine, es ist ein gewisser Reiz, der noch da zusätzlich da ist. Ich habe schon gehört von Frauen, die auf sowas stehen. Aber ich glaube, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber so ein Gefühl von mir, dass es doch wahrscheinlich wenige sind, die da auf stehen. Ja, sind sehr wenige. Ja. Also, wenn sich eine Frau bei uns meldet, Rainer, die dich sehr nett gefunden hat, und zweifelsohne bist du ein netter Typ, habe ich jetzt gemerkt. Danke. Dann stellen wir gerne den Kontakt her. Das wäre nett. Und die drauf steht. Mhm, genau. Rainer. Gut. Schön mit dir gesprochen zu haben. Ja, Dito, ne? Alles schönen Gute. Abend noch. Dankeschön. Okay, ciao. Tschüss. Meine Vorliebe macht mich einsam. Oder meine Neigung macht mich einsam. Das ist unser Thema heute Nacht. Jetzt bin ich verbunden mit dem 17-jährigen Christian. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Christian. Um was geht's denn bei dir? Es geht eigentlich um was ganz Banales. Ich habe die Neigung, ohne Führerschein Auto zu fahren. Das ist dann weniger lustig. Ja, also ich finde es eigentlich mittlerweile, auch nicht mehr ganz so lustig, wie es vielleicht am Anfang mal war. Du hast die Neigung, ohne Führerschein Auto zu fahren. Wie lange machst du das schon? Das ist jetzt ungefähr schon ein Jahr. Knappes Jahr. Und mit welchem Auto fährst du dann ohne Führerschein? Zurzeit mit meinem eigenen. Du hast schon ein Auto? Ich habe mir vor jetzt knapp 2 Monaten ein eigenes Auto gekauft, ja. Aber das läuft dann irgendwie über deinen Vater, oder wie? Das läuft gar nicht. Das ist auch alles illegal. Ach so. Das hat nicht mal Nummernschild? Nein, zurzeit nicht. Also wenn, dann nur abgemeldete Kennzeichen. Was ist das für ein Auto? Das ist ein Golf. Ja. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ich wohne bei meiner Mutter. Die kriegt das ja alles mit dann? Nein, sie hat es nicht mitgekriegt. Erst nachdem dann die Polizei bei mir zu Hause war. Aber die kriegt doch mit, dass du ein Auto vor der Tür stehen hast, oder nicht? Nein, das steht dann natürlich nicht direkt vor der Haustür. Ganz so blöd bin ich dann ja auch nicht. Jetzt fährst du mit einem Auto, was gar nicht angemeldet ist, was du eigentlich auch eigentlich illegal besitzt, obwohl du es wahrscheinlich bezahlt hast. Genau. Du hast es bezahlt, hoffe ich doch. Ja, natürlich, das schon. Wie oft fährst du mit dem Auto rum? Naja, so mindestens 1-2 Mal die Woche. Weil Benzinpreise sind halt teuer und kann man sich auch nicht leisten, aber wenn, dann 1-2 Mal die Woche. Machst du es alleine oder gibst du auch bei den Kumpels an oder vor Mädels? Das war dann am Anfang so, aber mittlerweile meist alleine. Hast du nicht Angst, dass sich jemand da verpfeift mal? Das ist schon passiert. Du hast gerade das Stichwort gesagt, die Polizei stand da vor der Tür. Genau. Was ist da passiert? Erzähl mal. Und zwar gute Bekannte von mir, die wohnen im Haus nebenan, die haben mich dabei gesehen, wie ich Auto gefahren bin. Und die sind dann zur Polizei gegangen, weil sie wussten, dass ich keinen Führerschein habe. Ja, und was ist dann daraus geworden? Die Polizei war dann bei euch zu Hause, deine Mutter hat wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch bekommen? Ja, so ungefähr kann man das sagen. Und dann musste ich natürlich Angaben machen und so weiter. Jetzt habe ich ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft in Münster. Ach du lieber Gott. Ja. Du hast es zugegeben, dass du es gemacht hast? Ja, das habe ich getan. Ja. Das habe ich getan. Bist du jetzt, nachdem diese Anzeige erstattet worden ist, auch nochmal gefahren? Nein, komischerweise seitdem nicht mehr. Ja, komischerweise ist es vielleicht nicht so. Ja. Gott sei Dank ist es nicht so. Ja klar. Aber ich muss sowieso sagen, in letzter Zeit hat das ein wenig abgeflacht. Wenn ich an die Anfänge zurückdenke. Ich meine, du bist natürlich auch der Wahnsinnige, ne? Ich kann ja nur wirklich verstehen, ich war auch scharf wie Nachbarslumpe darauf, als ich 17, 16 war, Auto fahren zu können. Mhm. Ich weiß, dass ich mit meinem Papa immer auf so Verkehrsübungsplätze gefahren bin, dann durfte ich mit unserem Auto da fahren. Mhm. Insofern kann ich das super gut nachvollziehen. Aber du machst dir natürlich alles kaputt für später, insofern, dass du vielleicht sehr viel später den Führerschein bekommst, gesperrt wirst oder du weißt dir selbst alles, muss ich hier nicht sagen. Ja, abgesehen davon von der Gefährdung, dass du andere Leute gefährdest, dich gefährdest. Ja, das weiß ich. Und so weiter. Ne? Ich will da jetzt keine große Moralpredigt halten, aber man muss es ja so sagen. Ja, natürlich. So, hast du einen Anwalt jetzt bei der ganzen Geschichte? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich bin noch nicht zugekommen, aber habe ich demnächst vor. Weil ich jetzt gar nicht weiß, was da jetzt droht. Wenn du hast es zugegeben. Mhm.
Und ja, wenn du das ganze Ausmaß zugibst, könnte dir wahrscheinlich wirklich eine Führerscheinsperre für 4 Jahre drohen. Ne? Ich weiß nicht, wie die Gerichte damit umgehen. Hast du dich ja schon schlau gemacht? Nein, bis jetzt habe ich das noch nicht getan, weil, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund, ich sehe das total locker. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ja, ich glaube, wenn ich wirklich alles zugeben würde, dann wäre ich schlecht, ziemlich schlecht dran. Gut, also das, was du gerade mir schon gesagt hast, und das hast du jetzt öffentlich gesagt, ist schon eine ganze Menge, ne? Finde ja, ich. Klar. Ja, klar. Ja, sicher. Und du siehst das ganz locker. Das interessiert den Richter nicht, dass du das locker siehst. Und ja, mich, ne, mich interessiert es als Bürger auch nicht, dass du das locker siehst. Verdammt nochmal, du hast dich an die Gesetze zu halten. Mhm. Und wenn du 18 bist und wenn du dich gehalten hättest vorher dran, dann kannst du ja auch machen, was du willst. Ne? Ja, klar. Ich weiß auch nicht, dass es falsch ist, das weiß ich natürlich. Aber aus irgendeinem Grund mache ich es. Weil du scharf drauf bist und weil dir nicht richtig klar ist, in was du dich da reinreitest. Ja. Das ist es. Was sagt deine Mutter denn jetzt dazu? Also die denkt, die hat in ihrer Erziehung irgendwas falsch gemacht, dass ich so drauf bin. Wie teuer war der Golf? Naja, du wirst lachen, der Golf war 10 Euro teuer. Ich lache wirklich, 10 Euro. 10 Euro, übers Internet. Und der fährt noch? Der fährt noch. Ja. Und der steht immer noch da irgendwie 3 Straßen weiter, oder was? Der steht 3 Straßen weiter, ja. So, Christian, damit du dich nicht noch weiter reinreitest, ne? Du steckst da schon genug in der Scheiße drin. Ja, sicher. Musst du jetzt aber wirklich radikal sein und die Finger davon lassen? Ja, klar. Nein, dadurch habe ich natürlich auch viele Freunde verloren, bis auf eine Person. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil, da muss ich etwas weiter ausholen. Ja, nee, macht man sich damit ja nicht in Anführungszeichen Freunde, indem man die großartig beeindruckt, hier, hey, Auto und so? Nein, am Anfang war das vielleicht so, aber dann gab es mal die Situation, dann habe ich mal das Auto von meiner Mutter geklaut, bevor ich meinen eigenen Golf hatte. Ah, es kommt immer mehr raus jetzt. Ja. Ja, und dann? Ja, dann meine Mutter natürlich helle Aufregung, hat bei meinen besten Freunden angerufen. Mhm. Die wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht viel darüber, weil ich noch unterwegs war. Mhm. Die haben mir dann geholfen und so weiter, dann ist das Ganze auch gut gegangen. Was heißt geholfen? Ja, also sie haben mit meiner Mutter gesprochen, die haben mich sofort angehalten, mir alles weggenommen und so weiter. Und ja, dann ist natürlich einer gefahren, der einen Führerschein hatte. Ja. Und nach dieser Aktion ungefähr, wie lange ist das? 4 Wochen war das, glaube ich, später habe ich mir dann mein eigenes Auto gekauft. Mhm. Als sie mich dann damit gesehen haben, war natürlich die Hölle los, weil die konnten es dann auch absolut nicht verstehen, wie ich nach so einer Aktion einmal mit meinem eigenen Auto da ankomme. Da war das total krank. Verstehe, da war das Beeindrucktsein weg und da haben die gedacht, der hat einen Riss in der Schüssel. Ja. Irgend sowas. Und das heißt jetzt wirklich, dass du da Freunde oder Bekannte zumindest verloren hast und auch relativ alleine dastehst im Moment. Ja, bis auf eine Person, die noch zu mir hilft. So, alles Warnsignale, alles Warnschüsse, ne? Mhm. Was gilt es jetzt zu tun? Ist völlig klar, Finger absolut davon zu lassen. Ja, den und Schlüssel habe ich mir mittlerweile auch wegnehmen lassen, ganz ehrlich gesagt. Ja, und sieh zu, dass du dieses Ding wieder loswirst. Was willst du denn damit? Ja, ich weiß es nicht. Wie, ich weiß es nicht? Mittlerweile weiß ich nicht, was ich damit tue. Ja, eben, weg damit. Es steht rum und weg damit. Bewegt sich nicht. Ja, weg damit. Ist die Versuchung, auch wenn du den Schlüssel jetzt weggegeben hast, ist die Versuchung nicht da, irgendwie nochmal Unsinn zu machen. Du verzögerst immer mehr, dass du irgendwann wirklich legal Auto fahren darfst. Und du möchtest gerne Auto fahren. So. Ja. Du schneidest dir einfach selbst immer mehr ins Fleisch rein. Mhm. Ne? Ja, klar. So, mehr gibt's nicht zu sagen. Finger davon. Sieh zu, dass du durch den Prozess kommst. Eine Strafe gönne ich dir schon. Du hast Scheiße gebaut, du hast Menschen gefährdet. Ja, das weiß ich. Aber lern auch raus, das ist wichtig, finde ich. Ja, das weiß ich. Christian, in diesem Sinne. Ja, du, Mann. Ne? Du, Mann, eine Sache noch. Ja. Ich möchte auf diesem Wege bitte meiner Freundin danken dafür, dass sie zu mir hält und dass sie mir hilft, von dieser Sache wieder loszukommen. Das ist die eine Person, von der du gerade gesprochen hast. Das ist diese eine Person, meine Freundin. Und ich liebe sie über alles. Gut, und die ist auch der Auffassung, dass du Nein sagen sollst. Ja, wobei ich hab sie auch von vorne belogen, von vornherein eigentlich am Anfang unserer Beziehung, habe ich ihr erzählt, ich sei ja 18 und hätte einen Führerschein. Dadurch auch, also so meinen halben Bekanntenkreis habe ich das erzählt. Das ist also, das Mädel steht zu dir auf deiner Seite und nutzt die Chance, dann halt auch gemeinsam mit ihr da rauszukommen. Mhm. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Christian. Bis dann. Jo. Meine Neigung, meine Vorliebe macht mich einsam oder isoliert mich etwas oder führt mich zu einem Doppelleben. Diese Neigung, die Vorliebe kann eine Marotte sein, es kann ein sehr ungewöhnliches Hobby vielleicht auch sein, für das ihr euch schämt. Es kann auch ein Ritual sein oder ein seltsamer Zwang, vor dem ihr euch schämt oder dessen ihr euch schämt bei anderen Leuten.
Wie auch immer, 1live.domian@wdr.de. Die E-Mail-Adresse bitte Telefonnummer draufschreiben und die Telefonnummer 0800 567 8111. Rob ist hier. Guten Morgen. Guten Morgen. 38 Jahre. Stimmt's? Stimmt. Rob, was ist es denn bei dir? Welche Vorliebe, welche Neigung? Die Vorliebe, die ich absolut habe, also mein allergrößter Fetisch, sind Lederhandschuhe. Ach, Lederhandschuhe. Ja, und vor allem auch, so die amerikanische Kopfhandschuhe, die so kurz nur über die Hände gehen. Vielleicht hast du schon mal gesehen, einen Film oder so. Ja, die gehen so, also gar nicht mehr bis zum Gelenk, ne? Ja, genau. Ja. Und das ist so eine Sache, die mir sehr anmacht. Dominanz macht mich sehr an. Gewalt auch, einigermaßen, aber in Grenzen, also auf Schmerzen stehe ich nicht. Ja. Aber die Handschuhe müssen eigentlich bei sein. Weil die auch zum Atemkontrollen gehören. Was? Zum Atem? Atemkontrolle, also wirken, wie das in Amerika heißt, Smothering, also mit Nase und Mund mit Hand bedecken. Ja. Dass man auch wirklich der Atem kontrolliert und das ist dann auch richtig, kann auch bis zur Bewusstlosigkeit gehen, aber das sind nur erfahrene Leute, die das machen lassen. Wollen wir wirklich nur ein Zehntel oder ein Hundertstel Sekunde, wo man kurz wegtritt und dann wieder zu sich kommt. Wollen wir gar nicht weiter darüber reden und keine Werbung dafür machen, nicht, dass das jemand ausprobiert, der damit nicht erfahren ist und da noch was Schlimmes passiert. Nicht mit irgendwelchen Leuten das erste Mal, aber wenn Leute die Neigung haben, in Deutschland ist es weniger verbreitet, dann merkt man das auch nach einem zweiten, dritten, vierten Mal, okay, da hat es drauf. Das macht dann aber jemand anderes mit dir und der ist behandschuht dabei. Ja. Ja. So, lass uns über die Handschuhe reden. Das finde ich sehr skurril, das habe ich auch noch nie so gehört. Du selbst ziehst diese Handschuhe auch an? Auch ja. Ja. Du hast gesagt, am liebsten sind ja diese, die nicht ganz ans Gelenk rangehen. Ja. Aber darüber hinaus ist es eigentlich egal, welche Handschuhe, sie sollten nur aus Leder sein. Ja, und schwarz natürlich. Und schwarz natürlich. Mhm. Ja. Sollte das Leder dünn sein? Hat das eine Wichtigkeit, dass es dünn ist? Ja, so mit normalen Winterhandschuhen könnte ich jetzt nicht unbedingt was anfangen. Also schöne dicke Fäustlinge mit Pelz innen, das ist es nicht. Nee, nicht wirklich. Was passiert denn dann? Du ziehst ja diese für dich geilen Handschuhe an und dann? Dann werde ich geil. Entschuldigung, so muss ich das nicht sagen. Ja, du kannst auch so sagen. Ich will es mir nur vorstellen. Jetzt bist du dabei nackt, wenn du die Handschuhe anziehst? Nein, da gehört schon noch ein bisschen mehr zu. Also wenn ich jetzt wirklich mein Idealbild beschreiben würde, ist es einfach so, dass schon ein Mann in Uniform oder Cop-Uniform mich sehr anmacht, auch gerne Zigarre dabei rauchend, eine Stahluhr dazu, also so eine dicke Chronographen dazu. Das sind so Merkmale, die mir sehr antörnen, ja, weil sie schon sehr klobig und kerlig sind. Und das finde ich schon sehr nett. Ja, das waren jetzt bei anderen. Ich würde gerne dich auf deine Person noch weiter befragen. Ich frage das auch. Also ich bin jetzt vielleicht passiv oder devot oder submissive, wie man das sagt. Aber ich bin dem Sinne kein Mäuschen, was in der Ecke sitzt. Ja. Also ich bin eher schon der fordernde Typ auch, der dann auch das schon mal sagt, ich bin zwar devot, aber ich bestimme schon mit. Ich denke, dass auch beim Sex die Wechselwirkung ist. Ja. Also es ist ja schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, was du erzählst. Ich stehe oft auf diese Lederhandschuhe. Ja. Ich finde es geil, wenn Typen Zigarren rauchen, wenn die eine Uniform anhaben. Ja. Sowas, ne? Ja. Aber der Schwerpunkt ist, so wie du es gerade am Anfang gesagt hast, mit den Lederhandschuhen das. Ja, genau. Und heißt das, wenn du beispielsweise mit dir alleine bist, dass du auch nur onanierst mit Lederhandschuhen? Nein, aber ich onaniere schon oft Bilder mit Männern mit Lederhandschuhen. Ach so. Jetzt versuche mir bitte, ich weiß, dass das immer super schwer ist, aber versuch's doch. Ich frag dich auch, ich weiß, es ist schwer zu erklären. Was ist da geil dran, dass man Lederhandschuhe anzieht? Ich finde es sehr schön. Also ich mag, wie gesagt, Männer. Und ich finde Männerhände sehr schön. Also wenn sie schön sind, also gepflegt ist und schön sein. Aber wenn sie kräftig sind und das Leder drum, wie viele auch auf Leder stehen in dem Sinne, ob Frauen in Leder oder Männer in Leder, die Hände in Leder finde ich sehr schön. Hat es mit dem Geruch? Das Enge uns hat auch was Distanziertes einfach. Ah, du bist schon mein Sub und ich mag auch arrogante Männer. Also ich mag nicht die Tops, die rumschreien und schlagen und treten und so, weil das sind meistens Leute, die irgendwie eigene Frust loswerden müssen. Kann ich was mit anfangen? Die Enge,
dann die Distanziertheit, die ein Handschuh halt bewirkt, das Distanziertsein. Hat es mit dem Geruch auch was zu tun? Ja, na klar, natürlich, ja. Klar. Weil ich finde Stiefel auch sehr schön und das Riechen, das macht mich auch richtig glücklich. Also ich bin ich stehe einfach voll dazu. Ich bin richtig glücklich dann auch. Ich genieße es, einen Lederhandschuh aufs Gesicht zu haben und dann das zu riechen und auch zu lecken, darf ich das sagen? Ja, ne? Ja, darfst du sagen, klar. Nun heißt unsere Sendung ja, meine Vorliebe macht mich einsam oder sie isoliert mich ein wenig. Ist das bei dir auch so oder hast du... Ja. Ja. Also in Amerika ist es weiter verbreitet, wie gesagt. Es gibt auch im Internet viele Clubs bei einem gewissen Homepage, die für alle zugänglich ist. Ja. Auch mit Suchmaschine, also vielleicht wissen einige, was ich meine. Und es gibt da richtig Clubs, wo du auch Bilder sammeln kannst und so und wo auch E-Mails ausgetauscht werden oder Leute sich suchen. Aber im Großen und Ganzen würdest du sagen, dass du hier in Deutschland, du bist Amerikaner? Nein, ich bin Niederländer. Ach, du bist Niederländer. Das ist hier in Deutschland oder vielleicht auch in Holland, weiß ich nicht, schwieriger ist, da Partner zu finden. In Europa ja. Und es gibt auch eine ganz berühmte Internetseite, wo du die Dinger bestellen kannst und die ist dann auch in Europa sehr stark frequentiert. Ja. Es gibt ein paar, aber die wohnen natürlich alle weit auseinander. Ja. Und so. Es ist einfach so, dass viele auch Angst davor haben, es nicht kennen. Das Unbekannte ist natürlich immer angsterregend oder Unsicherheit erregend mindestens. Und auf der anderen Seite ist es so, da ich ja auch auf Arroganz stehe und Erniedrigung doch auch, vor allem verbal, also nicht mit Schmerzen, also nicht, was die meisten jetzt mit Peitschen und so, dass wenn man jemanden besser kennenlernt und es dann über das Sexuelle hinausgeht, man geht essen, man sagt, okay, ich komme zu dir heute Abend, ich koche mal und man führt ein normales Gespräch, dann treten natürlich auch Gefühle irgendwann ein oder auf. Ach, und die Gefühle dann wollte ich... können sie nicht mehr. Ja. Dann ist es bei sehr vielen oft so von, ich liebe dich und oder ich habe mich in dich verliebt und dann kann man nicht mehr die Härte haben. Ach so. Das geht eigentlich anonym sehr gut. Ach so. Ja, das heißt wirklich, das ist ja wirklich eine schwierige Sache. Das heißt, ein tragischer Konflikt irgendwie. Das heißt, in dem Moment, wo ein großes Gefühl entsteht zu einem Menschen, eine wirkliche Liebe, kannst du das nicht mehr praktizieren. Also ich schon. Du schon, aber die Leute... Ich kann das dann auch trennen. In dem Moment ist das ein Spiel oder eine Fantasie, die ich auslebe. Hast du schon mal... Und dann ist er für mich einfach der Macker. Verstehe. Und dann ist er nicht mein lieber Kerl, den uns verschlafen aus dem Bettchen kommt und ich ein Kaffee bringe. Hast du denn dann schon mal... Dann ist er der Macker einfach. Und die anderen, die können dann die Liebe und Fürsorge oder Zärtlichkeit dann nicht fallen lassen. Ja. Und beziehen das dann doch im Spiel mit ein und dadurch wird die Qualität schlechter, sage ich jetzt mal ganz grob. Hast du denn schon eine Partnerschaft gehabt, wo beides zusammenkam, das Herz und diese doch etwas ungewöhnliche Leidenschaft, die du da pflegst? Ich bin momentan in so einer Beziehung. Hey, Glückwunsch! Danke. Ja, aber, das ist doch wahrscheinlich was ganz, ganz Ungewöhnliches eher, ne? Ja, aber es ist so, dass das dann doch abschwächt, weil... Ich sag schon zum Beispiel bei dem einen Beispiel, den wir dann nicht mehr nennen wollen, wegen Angst vor Nachahmung, ist es dann so, dass ich sich dann nicht mehr, dass ich dann sage, ich habe dann Angst, weil dann, wenn es ein, auch wenn man es öfters gemacht hat und weiß, okay, der Typ ist okay, er weiß, was er macht, dann ist, wenn keine Emotionen im Spiel sind, ist es doch ein distanzierteres Verhältnis. Also, und wenn jemand dich dann liebt, dann ist so viel Liebe dabei und kann man nicht mehr den harten Macker sein. Ja, ich verstehe. Also, das ist schon ein bisschen kompliziert bei dir, merke ich. Ja. Ich wünsche dir trotzdem, dass es in der Beziehung weiterläuft. Ja, klar. So läuft alles wunderbar und ich denke auch, wir werden darüber reden. Oder ich würde halt sagen, wir haben jetzt soweit vereinbart, dass gewissen Sachen, die er mag und ich nicht, dass er die ausleben kann mit anderen und dass Sachen, die ich mag, dann auch ausleben kann mit anderen. Wunderbar. Warum müssen wir verzichten, weil wir uns kennengelernt haben? Ja, wenn man sich da so einigt, ist es ja gut. So, und wenn ich jetzt morgen mal so aus Scherz hier in der Sendung sehr schicke, sehr eng anliegende Lederhandschuhe anziehen würde, hätte das eine Wirkung auf dich draußen, wenn du es sehen würdest? Ja. Ja, aber mal sehen, was sich da morgen machen lässt. Also, das muss ich jetzt auch mal kurz sagen. Ich finde dich schon sehr sympathisch und Dankeschön. Sieht auch sehr gut aus. Und ich denke, dass du in Kombination mit Lederhandschuhe für mich ein sehr großer optischer Reiz wäre. So, dann muss ich ja mal gucken, ob ich eng anliegende Lederhandschuhe finde zu Hause. Okay. Dann bringe ich die morgen mal mit. Dann würde ich bestimmt gucken und dann bedanke ich mich auch ganz lieb bei dir. Ich bedanke mich für dich, für den Anruf von dir. Okay, Rob. Und dir noch alles Gute mit der Sendung und klasse Arbeit. Danke sehr, tschüss. Tschüss. Patrick, 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Also ich kann eigentlich ganz gut an meinen Vorredner anknüpfen, nur, also ich stehe halt auch auf dominante und harte Kerle, so diese Macho-Typen. Mhm. Allerdings liegt da mein Hauptaugenmerk nicht auf den Händen, sondern auf den Füßen.
Ja. Also ich bin ein totaler Fußnarr, ich stehe total auf Füße. Irgendwie, ja. Es dreht sich alles in meinem Leben um Füße. Aber so ein Fußfetischistentum, sage ich mal, das haben ja irgendwie, also ich habe es schon von ganz, ganz vielen Leuten gehört. Macht das einsam oder bringt dich das irgendwie in so eine eher isolierte Ecke? Ja, also es gibt natürlich auch sehr viel im Internet so darüber. Und da lerne ich dann auch Leute kennen. Da habe ich auch eigentlich gar nicht so das Problem mit. Womit ich ein Problem habe, ist, dass ich einen Freund habe, ja, mit dem ich mittlerweile seit 6 Jahren oder fast 6 Jahren zusammen bin. Ja. Und erstens weiß er das gar nicht von mir. Und zweitens weiß ich von ihm aber, wo ich ihn kennengelernt habe, da haben wir so einen Bericht im Fernsehen darüber gesehen, dass er das total eklig findet, pervers, widerwärtig und dass er damit überhaupt nichts anfangen kann. Hey, das ist ja eine heftige Sache. Du bist 6 Jahre mit deinem Freund zusammen. 6 Jahre. Ich bin seit fast 6 Jahren mit dem zusammen. Dann gehe ich davon aus, dass ihr euch sehr gerne habt. Ja, also ich liebe den Kerl über alles und, ja, und dann verlassen, bitte? Und dann weiß er das überhaupt nicht von dir. Ja, ja. Also ihn verlassen kommt für mich auch nicht in Frage. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann irgendwie einsam bin. Verstehe. Auf meine Art und Weise. Ja. Weil einerseits kann ich, oder ich muss irgendwo meine Neigung ausleben. Ich kann nicht anders. Ich ja, wie lebst du sie? Wie lebst du sie aus? Wie und wo lebst du sie aus? Ich lerne halt Kerle kennen, entweder übers Internet oder über so eine bestimmte Gayline. Mhm. Und ja, dann treffe ich die halt, ne? Ach so, und dann, was passiert dann? Beschäftigst du dich nur mit den Füßen von den Typen oder geht's auch weiter? Das wird halt am Anfang so abgemacht, ne? Ich will halt nicht mit denen Sex haben, weil dafür habe ich meinen Freund, ja, sondern will halt den Fetisch ausleben. Wenn man sich dann gegenseitig einen runterholt, finde ich das noch in Ordnung, obwohl ich... Ach so, weit geht's schon. Ja, natürlich. Mhm. Oder auch Blasen, ne? Ja. Aber dann habe ich ja trotzdem irgendwo meinen Freund betrogen und ich fühle mich danach auch immer richtig, richtig scheiße. Das ist auch noch... Natürlich ist das ein Fremdgehen, aber hallo. Ja, dann gib mir doch jetzt bitte mal einen Rat. Ich habe ja noch, ich habe mit niemandem noch nie darüber geredet. Das fällt mir jetzt auch ziemlich schwer, darüber zu reden. Das machst du jetzt, das läuft jetzt parallel seit 6 Jahren. Ja, genau. Und wie oft bist du in den 6 Jahren schon, kann man das überhaupt nur zusammenrechnen? Frag mich nicht. Ich habe da echt irgendwo, am Anfang habe ich mir noch gedacht, jetzt hatte ich ja mal den und den, aber mittlerweile, ich weiß nicht, so 20, 25 werden es gewesen sein. Also so viel dann auch nicht und so häufig auch nicht. Ich will mich ja auch nicht mit irgendwelchen anderen Kerlen treffen, weil ich mich ja danach schlecht fühle. Bist du denn wirklich ganz sicher, dass dein Freund das so ekelhaft findet? Ja, sonst hätte er das ja nicht gesagt. Macht dich dein Freund denn fußmäßig auch an? Ja. Das schon, aber da hältst du dich zurück? Ja. Mhm. Na, weil er ist sehr empfindlich an den Fußsohlen. Ich darf ihn da noch nicht mal anfassen. Mhm. Ich darf noch nicht mal seine Füße anfassen. Mhm. Was natürlich für dich die Hölle ist, ne? Wahrscheinlich. Ja. Als Fußfetischist, wenn du sie nicht mal anfassen darfst. Ja, das ist aber wirklich jetzt sehr schwierig. Ja, das ist dann auch so eine Sache, wenn wir dann auch Sex haben, was dann auch schön ist natürlich mit ihm, dann kommt es dann auch schon mal vor, dass wenn er auf dem Bauch liegt und ich dann seine Füße auch nicht sehe, dass ich dann, ja, versage im Bett. Mhm. Ne? Wenn er dann auf dem Rücken liegt und seine Füße irgendwo in meinem Gesicht sind, er hat beim Sex halt immer die Augen zu, dann ist das was anderes, dann sehe ich die wenigstens. Ich finde das ja grundsätzlich immer bedauerlich und schwierig und tragisch letztendlich auch, wenn man dem Menschen, den man am meisten liebt, solche Sachen vorenthält. Das ist nun mal passiert bei euch. Und jetzt ist die Frage, was macht man da jetzt raus? 6 Jahre, ist da eine Lüge passiert? Muss man ja so ausdrücken. Wie soll es weitergehen? Wenn du meinst, ich kann ihm das nicht sagen. Nein, ich rede mal gerade so vor mich hin. Wenn du ihm das jetzt sagen würdest, ist das natürlich eine super traurige Geschichte für ihn. Wenn auf jeden Fall. 20, 30 Mal irgendwie mit irgendwelchen fremden Kerlen dich getroffen und so weiter. Natürlich, der wird ziemlich enttäuscht. Du könntest es ja auch anders angehen. Dass du einfach... ahnt er das eigentlich, dass du da drauf stehst? Das kann ich ja nicht sagen, das weiß ich nicht. Du hast nie mal eine Andeutung gemacht. Also ich habe natürlich auch viele Bilder im Internet mal angeguckt und die kann man dann im Computer vielleicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise mal finden. Vielleicht hat er was gesehen und hat es nie gesagt. Das kann sein, weiß ich nicht genau. Vielleicht wäre das nämlich der Weg, dass du anfängst, dich quasi ein bisschen zu outen diesbezüglich, vorsichtig bei ihm. Ja. Und dann erstmal zu gucken, wie er darauf reagiert. Und das Ganze dann noch weiterführst, indem du ihm dann schon irgendwann begreiflich machst, dass das für dich irgendwie schon eine gravierende und wichtige Sache ist und du es eigentlich lange nicht richtig hast ausleben können. Das ist zwar die halbe Wahrheit dann, aber und ihr vielleicht dann irgendwie einen Weg findet. Ist er denn so offen? Wäre er damit einverstanden, wenn du sagst, pass auf, du stehst nicht drauf, lässt du mir den Freiraum, ich hole mir das ab und zu woanders, wäre er so? Ich weiß nicht, Dummann, ich glaube, ich würde mich da auch einfach zu sehr schämen. Ich schäme mich total dafür. Mhm. Ich schäme mich total dafür. Mhm. Ich hoffe auch, um Gottes Willen, dass ich nicht erkannt werde, aber irgendwo zerreißt es mich innerlich und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht kann ich da mit dir mal drüber reden. Es muss eine Lösung gefunden werden. Also es gibt ja nur die eine. Es gibt ja im Prinzip nur drei Lösungen.
Die Einlösung ist, du unterdrückst es vollkommen und lässt es absolut sein, solange du in dieser Beziehung bist. Und ich wünsche dir das so lange noch. Ja, natürlich auch nicht. So, die zweite Möglichkeit ist radikale Offenheit, ihm alles hinlegen. Ist natürlich sehr hart für ihn und sehr traurig unter Umständen. So, und die dritte Möglichkeit ist die ich gerade versucht habe anzudeuten, dass du ihn jetzt quasi vorsichtig so in diese Welt hineinführst, in der Hoffnung, dass du das irgendwie leben kannst. Ich weiß es ja auch noch nicht wie. Das kommt ja darauf an, wiederum, wie er darauf reagiert. Ja. Irgendwie so. Ich meine, schämen muss man sich da ja nur nicht für. Mein Gott, wie viele Leute stehen auf Füße? Mein Gott nochmal. Ja, sind das echt so viele? Ja, ich glaube schon. Ich habe hier in dieser Sendung so oft schon mit heterosexuellen, homosexuellen, bisexuellen gesprochen, die draufstehen. Also ich glaube nicht, dass das was Ungewöhnliches ist. Mhm. Naja, ich kenne ja sonst nicht wirklich jemanden, nur die Leute, die ich da treffe. Na gut, da kennst du ja nun genug schon. Na gut, das sind aber meistens dann welche, die das nur geil sind, ich das bei denen mache und die selber aber keine Füße irgendwie küssen oder lecken oder sowas. Mhm. Wie bist du da ausgerichtet? Müssen die Füße sauber sein oder sollen die sogar ein bisschen stinken? Eigentlich nicht, es muss nicht sein. Es muss nicht sein, nee. Die dürfen auch riechen. Ja. Mhm. Ja. Ah ja, da schämt man sich natürlich unter Umständen für, wenn man sagt, ich stehe auf sowas. Natürlich, ja. Ich stehe auf riechen stinkende Füße, wie das. Ne? Was bist du denn für eine Sau, ne? Wenn jemand da nicht drauf steht, dann muss er denken, was ist denn das für eine eklige Sache bei dem, ne? Herr Patrick, die drei Möglichkeiten, mehr gibt's nicht. Ja. Aber ich kann schon verstehen, dass du ein schlechtes Gewissen hast, und ist ja auch richtig so. Und wenn du dann, natürlich, wenn du sagst, ich liebe diesen Kerl über alles, dann musst du irgendwas machen, das geht so nicht. Naja, ich glaube, ich versuch's mal, ihm das irgendwie langsam so. Ja, irgendwie versuch's mal. Es ist ein Experiment. Auf jeden Fall eine Möglichkeit birgt es in sich, dass vielleicht irgendwas in Bewegung kommt. Ich hoffe, das geht gut. Ja. Lieber Patrick, alles Gute. Vielen Dank, Tobias. Tschüss. Mach's gut. Jörg, es rufen mehr Männer an, merke ich gerade. Um nicht zu sagen, ich habe nur mit Männern heute Abend gesprochen, deren Vorliebe irgendwie sie einsam macht. Jörg ist da, 23, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jörg. Um was geht's bei dir? Um welche Vorliebe, welche Neigung, welches Hobby? Ja, bei mir ist es so, ich habe da auch eine Neigung, wo ich mich eigentlich auch sehr für schäme. Es erregt mich eben sexuell der Geruch von Vaginas eben. Es kommt des Öfteren vor, dass ich mir getragene Damenhöschen und so weiter bestelle. Mhm. Und ja. Mhm. Die bestellst du dir im Internet über irgendwelche Porno-Zeitschriften oder? Ganz genau. Ja. Was schicken dir dann die Absender, wer immer das auch sein mag? Wirklich dann so eine getragene Hose? Meinst du, die ist getragen? Ich gehe mal davon aus, das ist wirklich das Problem. Man hat so mehrere Adressen, die man mit der Zeit sammelt. Das Problem ist, die Geschichte ist auch ziemlich teuer. Ja. Und man probiert so die Adressen aus, sage ich mal. Und bei einigen merkt man wirklich, die sind nicht wirklich getragen. Ja. Aber bei anderen hat man einfach das Gefühl. Und in dem Moment, man stellt sich dann auch nicht die Frage, ist sie jetzt wirklich getragen oder nicht. Man wünscht es sich einfach. Ja. Und man hat einfach auch die Fantasie in dem Augenblick im Kopf, dass sie auch wirklich getragen ist. Was kostet denn so ein getragenes, in Anführungszeichen, oder auch nicht getragenes Damenunterhöschen, was du bestellst? Ja, also es fängt an so bei 10 Euro und ich sag mal so nach oben hin so bis 50 Euro. Also es kann schon 50 Euro. Ja. Das kaufen die wahrscheinlich bei H&M für ein Apfel und ein Ei. Ja, klar. Also da kann man aber ganz schön beschissen werden, ne? Auf jeden Fall. So, jetzt bestellst du das. Bist du dann schon in großer Aufregung und Erregung, wenn irgendwann der Postbote kommt? Ja, auf jeden Fall. Also ich warte dann drauf, ne, freue mich dann auch, also renn auch regelmäßig dann zum Briefkasten hin. Kommen die per Brief oder als Päckchen? Per Brief wahrscheinlich, ne? Ja, per Brief. Ja. So, beschreib uns das mal, was dann passiert. Dann irgendwann ist dann der größere Briefumschlag da und du ahnst schon, da ist das Höschen drin, was dann? Ja, dann nehme ich es eben mit, ne? Und irgendwann packe ich es dann aus, riech dran und befriedige mich dabei dann. Mhm. Ne? Ziehst du selbst dieses Höschen auch an? Nein. Du hast es in der Hand, du legst es aufs Gesicht und du riechst dran oder sowas. Ganz genau. Und ist das dann mit diesem einen Mal dann getan oder hat das Höschen noch eine Aktualität eine Weile? Oder? Ich sag mal so, solange es noch riecht, sage ich mal so, ne, ist es ja okay. Aber dann so mit der Zeit verblasst das ja auch und dann ist es eben Müll. Ne? Und ist es Müll? Ja, dann schmeiße ich es weg. Achso, ja, ich wollte gerade fragen, was machst du damit? Wäschst du die und stapelst du die in deinem Kleiderschrank oder so? Nee, das nicht. Nee.
23 Jahre alt, wie lange machst du das schon? Wie lange mache ich das schon? Also schon einige Jahre, also ich sag mal so irgendwann in der Pubertät hat es angefangen. Mhm. Wie hast du das gemerkt? Gibt es so ein Schlüsselerlebnis? Nee, gar nicht so. Ich sag mal, meine Sexualität war eigentlich sehr ausgeprägt. Meine Pubertät war eigentlich sehr ausgeprägt. So, dass ich einfach irgendwann so das Bedürfnis oder dass sich dieses Bedürfnis einfach gesteigert hat, einfach eben auf den Bereich der Frau. Mhm. Und erstmal im generellen Sinne und irgendwann hat es sich dann eben auch so weit gesteigert, dass es eben extrem dann eben der Geruch. Ne? Ja. Erinnerst du dich noch an dein erstes Höschen, das du dir bestellt hast? Boah, nee. Keine Ahnung, nee. Klingt so ein bisschen bizarr und lustig, aber irgendwie ist es auch nicht so lustig. Irgendwie ist es nicht lustig. Ich ahne dahinter schon irgendwie schon, dass es schon mit Schwierigkeiten, mit Problemen, mit Scham verbunden ist. Ja, eben, das ist gerade die Scham. Also man kann mit niemandem drüber reden. Hast du irgendeinen Freund, Kumpel, Bruder, irgendjemand nahen, mit dem du mal drüber gesprochen hast schon? Ein Kumpel. Also es weiß wirklich ein Kumpel von mir Bescheid. Ja. Und der hat das durch Zufall mal rausgefunden, ganz dumme Situation. Aber es war eigentlich gar kein Thema, weil wir über solche Sachen reden können. Das ist kein Problem. Und der hat das auch ganz locker hingenommen und das ist okay? Ja, er hat sich zwar gegrinst, aber wir sind da gar nicht groß weiter drauf eingegangen. Ja. Wie ist es denn mit Thema Freundin? Hattest du schon Freundinnen, längere Beziehungen? Ich war in einer Beziehung von 2,5 Jahren. Von 2,5 Jahren? Ja, wie hast du es denn während dieser Zeit dann gemacht? Ich bin eines Tages auf sie zugegangen und habe sie einfach knallhart gefragt. Und da ist sie erstmal aus allen Wolken gefallen. Was hast du sie gefragt? Ob du ihr Höschen haben könntest? Ja, aber das hättest du auch heimlich machen können. Heimlich hast du es nicht dir geklaut und dann geschnuppert. Hallo? Hallo Jörg? Jetzt steht die Leitung. Und dann ist der Brichter weg. Wie schade. Wie schade. Jetzt hätte ich doch noch gerne ein bisschen mit ihm geplaudert. Jetzt kommt die erste Frau. Um 1.51 Uhr. Das ist ja ein Knaller. Angie oder Angie, ne? 45. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo. Angie, soll ich Angie sagen? Wie du willst. Ja, wie möchtest du? Wie sprechen die Leute dich an? Egal wie. Egal. Angie, okay. Ja, meine Liebe. Meine Vorliebe macht mich einsam, heißt das Thema. Wie ist es denn bei dir? Ich bin älter und stehe auf junge Männer. Ja. Und tue mich halt einfach schwer, die in meine Realität rüberzunehmen. Was? Die in deine Realität rüberzunehmen? Ja, weil ich kann es für mich sehr gut akzeptieren. Du bist eine 45-jährige Frau, ist ja auch noch nicht so das große Alter. Wie jung sind denn die Männer, auf die du am liebsten stehst? Ja, und jetzt noch 20-Jährige. Einen 20-Jährigen? Oder ein bisschen drunter. Sagen wir 18 Jahre. Ja, am liebsten sehr jung, sehr unerfahren, sehr neugierig. Ja. Hast du denn schon oft so Jungs gehabt? Ja. Ja? Hm. Wo lernst du die kennen? Im Internet. Ach, im Internet. Und die sind dann auch, die stehen speziell auf etwas ältere Frauen? Hauptsächlich, ja. Ja? Sind das dann nur so Sexaffären oder haben sich da auch schon etwas intensivere Beziehungen raus ergeben? Hauptsächlich Sexaffären, aber durchaus auch also von ihrer Seite aus der Wunsch nach intensiveren Affären, aber das will ich nicht. Ach so, du bist gar nicht daran interessiert, da einen näheren Kontakt, also eine Liebe da, gar eine Verliebtheit entstehen zu lassen, das möchtest du nicht? Nicht, dass ich es nicht möchte, aber manchmal traue ich mich einfach nicht, weil ich kann es ins Leben nicht übertragen. Ja, was heißt das genau? Ich bin geschäftsfrau, ich bin erfolgreich, man kennt mich. Das heißt, das wäre... Das würde einfach nicht passen. Ja, das heißt, man würde auch so die Nase rümpfen in deinem Umfeld, wenn das rauskäme. Mhm. Ja, das heißt, das machst du wirklich ganz, ganz einsam, ganz heimlich, diese Geschichte. Ja. Das macht mich auch einsam. Ja. Dass ich dann so wirklich da sitze und denke, scheiße. Ja, ja. Ist das schon... Und was ganz komisch ist, weil früher stand ich immer nur auf ältere Männer. Ach so. Die waren irgendwie verrückter. Ach so. Und vor 2 Jahren ist es so gekippt, dass ich nur auf Jüngere stehe. Das finde ich ganz sonderbar, dass das dann irgendwie so kippt. Normalerweise sind die Leute irgendwie schon früh gepolt, entweder nach alt oder jung. Ich will endlich mal Leute kennenlernen, die verrückt sind, die außergewöhnlich sind, die was anderes machen. Ja. Und nicht dieses normale... Ja. Versuche mir mal den Reiz von diesen ganz jungen Männern zu erklären für dich, den die ausüben.
neugierig. Mhm. Ja, die wissen noch nicht, wo es lang geht. Das heißt, du hast auch eine Lust daran, die so ein bisschen zu führen, so die Big Mama zu sein? Oder die Lehrerin, die Meisterin, sagen wir so? Nicht unbedingt, aber mich reizt einfach so ein Mensch, der völlig neu an irgendwas rangeht. Mhm. Und all die Menschen, die ich so in meinem Alter kennenlerne, die wissen halt so genau, was sie wollen. Ja, ja. Die so sehr straight irgendwie ihr Programm abfahren. Ja, ja. Weißt du, und da habe ich keine Lust mehr. Sag mal, hast du ein bisschen was getrunken? Ein bisschen, ja. Ja, ich merke es doch. Irgendwie ist die Stimme, die kippt immer so ein bisschen weg. Ja, ein bisschen. Hast du dir Mut angetrunken hier? Ja. Ja. Ja, solange wir uns noch verstehen, ist es ja in Ordnung. Hattest, was ich gerade auch noch fragen wollte, hattest du so einen sexuellen, so eine Art Attraktion, so mit so was ganz, einem ganz jungen Mann? Ja, eine ganze Menge. Eine ganze Menge, ja. Aber das ist nicht der Punkt. Mhm. Der Punkt ist mehr, dass diese Neugier, diese Verrücktheit dieser jungen Leute. Ja. Ja. Dass sie das anders in Frage stellen. Mhm. Wenn du mit so einem ganz jungen Typ ins Bett gehst, ist man mit 45, das ist ja auch ganz normal, nicht mal so straff und glatt, wie man mit 20 ist. Ja. Schämst du dich da ein bisschen oder gehst du da ganz selbstbewusst mit um? Überhaupt nicht. Was überhaupt nicht? Schämen? Ich schäme mich überhaupt nicht, weil die meisten, wie gesagt, die kommen. Die wollen das so. Ja, und die freuen sich auch, dass dann jemand da ist, der sie auch anders wahrnimmt. Ja. Es gibt keine beste Freundin, die davon weiß, dass du das machst? Doch. Mhm. Und die haben auch Angst, wenn ich dann übers Internet so Kontakte mache, dass mir da was passieren könnte. Ja, ja, die Gefahr besteht natürlich auch. Weil, ich meine, die kommen dann in die Wohnung und du weißt ja nicht, wer da kommt. Ja. Also eigentlich, ich höre gerade, du kippst nach. Nee. Nee, das klingt so nach Glas aufstellen oder so. Ich habe jetzt mir einen Schluck Cola nachgekippt. Ah ja, das ist natürlich dann löblich. Ja, was machen wir denn da? Was machen wir da? Es gibt doch eigentlich auch noch Gleichaltrige oder auch Ältere, die schräg sind, die verrückt sind. Aber die findest du nicht mehr. Doch, die gibt es auch, aber die sind weniger. Mhm. Mhm. Also ich kann dir nur eins sagen. Ich bin jemand, der immer alles irgendwie in Frage stellt und sehr außergewöhnliche Wege manchmal geht. Mhm. So, ich glaube auch, dass du eine außergewöhnliche Frau bist. Wir bleiben mal so. Ich würde gerne mit dir nochmal telefonieren, wenn du ganz nüchtern bist. Ich glaube, dass wir uns dann noch viel besser unterhalten und würde mich jetzt gerne verabschieden. Okay. Aber wir melden uns bei dir nochmal. Okay. Ist das in Ordnung? Bye, bye. Okay, tschüss. Ciao. Und der Mike ist hier. Der Mike ist 22. Hallo Domian. Hallo Mike. Deine Vorliebe, deine Neigung. Meine, das sind Tätowierungen halt. Tätowierungen am ganzen Körper? Ja, und zwar hat es somit angefangen, da war ich damals 12. Mhm. Da hat ein Kumpel mal mit Nadel und Faden, so wie er es früher gemacht hat, ein bisschen auf mir rumgestochen gehabt. Ja. Und hab mir mit 13 halt mein erstes machen lassen, also zum Überdecken, weil das hat mir nicht gefallen. Ja. Und naja, das hat dann so ein bisschen wie so eine Sucht um sich gegriffen und jetzt habe ich, sagen wir mal, so 70% vom Körper voll. 70%? Würde ich mal so schätzen. Ja. Was ist denn noch frei am Körper? Ja, hinten am Po und an der Oberschenkel halt noch. Ja. Wie Hals auch? Stirn? Hals, am Hals, so ein bisschen auf dem Kopf hinten. Ja. Und die Ärmel komplett halt, so bis auf die Handrücken halt, so Fußrücken und so weiter. Und wie ist es, also direkt im Gesicht? Wollte ich mir noch was machen lassen. Wolltest du dir auch noch was machen lassen? Ah ja. Mhm. Wie ist es auf dem Penis? Nee, soweit nicht. Also alles, aber das nicht. Das soll schmerzhaft sein. Soll wahrscheinlich, ja. Ja. Warum? Ich habe da einfach irgendwie Gefallen dran gefunden und das ist mittlerweile eigentlich so wie so ein Hobby, kann man sagen. Was sind denn so für Motive? So keltische Treibe, Drachen, Totenköpfe auch ein paar. Ja. Nun heißt ja die Sendung, das macht mich einsam, es isoliert mich ein bisschen. Ist das bei dir so? Man findet halt so schwer eine Freundin, habe ich mal mitgekriegt. Ach so. Ja. Weil die Frauen das irgendwie doch ein bisschen zu bescheuert finden oder zu übertrieben oder was? Zu übertrieben. Also ich war drei Jahre mit einer Frau zusammen und die war halt auch tätowiert und da hat das gut geklappt. Mhm. Aber jetzt hat man so ein bisschen Probleme, mal wieder eine Frau zu finden. Aber die meisten Frauen, wenn du die ansprichst, in Kneipen oder in der Disco, weiß ich wo, wissen ja gar nicht, dass du so extrem tätowiert bist. Ist dir schon mal eine Frau weggelaufen, nachdem sie dich nackt gesehen hat? Nee, das ist nicht passiert. Das nicht? Das nicht, aber man sieht es halt auch in der Disco oder in der Kneipe sieht man es trotzdem, weil es ja auf der Hände ist. Ja, ja.
oder im Genick oder auf dem Kopf, das sieht man ja schon, ich habe kurze Haare. Dennoch bist du fest entschlossen, auch die restlichen Körperstellen mit Ausnahme der einen, alles weiter zu tätowieren. Ja, ich will mir noch so wie Neuseeland so ein Maori-Tattoo über die rechte Gesichtshälfte machen lassen. So. Ja, aber Mike, da musst du eben auch damit leben, dass es schon einige Frauen gibt, oder vielleicht sogar eine ganze Menge Frauen, die das nicht gerade anzieht. Ja, aber es gibt ja Frauen, die so Hobbys haben, also ja, klar. Ja, ja, die gibt's auch, wirklich. Aber da musst du Prioritäten setzen. Das ist halt deine Leidenschaft. Mhm. Und dann gibt's eben nicht so viele Frauen, ne? Also da musst du halt mit leben dann. Ja, muss ich ja auch, oder ich denke mal, irgendwann wird schon wieder eine finden. Wobei ich auch ganz sicher bin, es gibt ja auch bei Frauen wirklich völlig Jäckehühner, die sich auch zutätowieren lassen, was das Zeug hält. Ja. Wo ihr euch dann gegenseitig vielleicht dann richtig auch anmachen könnt dadurch, ne? Findest du das eigentlich auch attraktiv im erotischen Sinne, wenn eine Frau richtig volle Kanne tätowiert ist? Ja, auf jeden Fall. Ich halte ja auch Ausschau hauptsächlich nach so Frauen dann. Ah ja, also das ist für dich dann kein Grund, Nein zu sagen. Du nimmst gerne eine tätowierte Frau. Ich nehme gerne eine tätowierte Frau. So, dann wünsche ich dir einfach eine, Mike. Ja, eine danke. Richtig nette. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik Michael Jansen, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, morgen 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss und dabei. Bis morgen.